Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist rund 4 Jahre her, da hatte ich einen Traum, den ich dann in der Firma erzählt habe, mit Patrick diskutiert habe. Es ging darum, weshalb arbeiten Ingenieure, Architekten und Planer nicht mit schlanken Notebooks auf einer hochperformanten VDI. Wir haben dann diesen Traum versucht, über Megatrends zu bestimmen. Also wir haben gesucht, die Megatrends, die zurzeit auf dem Markt waren, vor 4 Jahren, und haben die gegenübergestellt unserer IT-Infrastruktur. Und wir haben sofort festgestellt, es gibt 2 Dinge, die Architekten und Planer interessieren. Das ist die Mobilität, also sie können überall arbeiten, ob im Büro, auf der Baustelle, im Homeoffice. Und die Flexibilität, sie müssen zeitweise stärkere Geräte haben, mehr Power benutzen können und möchten hierfür nicht neue Geräte kaufen. Und aus diesem Traum hat Patrick nun eine Realität geschaffen, wo wir in der Schweiz bereits mehrere Kunden damit bedienen dürfen. Patrick. Vielen Dank, Mischa. Ja, es war anspruchsvoll. Ich habe mehr graue Haare seitdem. Aber es war definitiv möglich, dank verschiedenen Partnerschaften. Die Bedürfnisse der Architekten und Generalplaner und Ingenieure ist auch die Palette an Programmen, die sie haben. Das ist unendlich. Ich gehe später darauf hin. Zuerst mal die Definition der Hardware, damit wir eine klassische Workstation oder ein Workstation-Notebook irgendwie virtualisieren können. Der Aufbau des Partnernetzwerks, damit wir auch die Lizenzkosten relativ schlank halten können. Und die Sicherstellung der Flexibilität, eben das, was Mischa angesprochen hat, betreffend der Mobilität von überall irgendwo und die Visualisierung. Also ja, ein 2D-Plan ist keine Herausforderung mehr. Heute mit den Programmen Autodesk sicherlich für jedermann irgendwo ein Begriff. Vectorworks, Solibri, Rhino und dann die ganzen Visualisierungen mit Twinmotion, mit Enscape. Es war nicht ganz einfach, aber wir haben es geschafft. Danke dir. Und zusätzlich den Kostendruck. Er will nicht jedes Mal 3.500 oder 4.000 Schweizer Franken, ungefähr dasselbe in Euro heute, ausgeben für eine neue Workstation. Das Vorgehen war gemeinsam mit Boston, unseren eigenen Server auf Basis von Supermicro zu entwickeln, damit diese CAD-Programme wirklich sauber und flüssig funktionieren. Der Aufbau des Partnernetzwerks, sei es mit NVIDIA, sei es mit anderen Partnern, war ebenso wichtig. Und dann konnten wir mit dem POC starten. Der POC wurde dann gleich live, na, wie es so immer ist. Und sicherlich für euch nicht etwas Neues, was ich da erzähle. Nach diversen Kundenfeedbacks haben sie es dann geschafft, die Profile zu definieren. Und anschließend hat mein Chef, Mischa, und sein Chef zusammen noch die Kosten kalkuliert. Was kostet der Unterhalt, der Betrieb, was sind die Optimierungen und die möglichen Weiterentwicklungen? Wenn ihr jetzt den Zeitstrahl seht, wir haben angefangen im Oktober 2020 mit meinem halben Server von Boston mit 2T4-Karten und sind dann im Februar gestartet mit den RTX 6000er-Servern, auch von Boston Supermicro. Und ihr seht, wir haben da kontinuierlich weiterentwickelt. Heute setzen wir auf die AMD-Server. Das hat der Grund, die AMD-Server haben mehr Base-Clock und leider ist die Software im CAD-Bereich, naja, Single-Core. Je mehr Power der Single-Core hat, desto besser läuft die CAD-Software. Nicht beim Rendering, das ist eine andere Palette. Aber die Basis muss mehr Megahertz sein pro Core. Zudem, ja, es war lustig, haben wir das Gesamte relativ kostengünstig aufgebaut mit einem einfachen Speichermedium. Ihr lacht jetzt, das war ein Sino-NAS, das hat gereicht für rund 100, 120 User zu befeuern. Und wir haben dann erst letztes Jahr umgestellt auf ein Pure Storage, was natürlich noch einmal ein Increase von der Performance gegeben hat und den der Kunde auch mitkriegt. Die ganze Automatisation, dass das Golden Image automatisch läuft, damit ich nicht tausende Programme manuell installieren muss,
hat auch sehr viel Zeit gekostet. Aber heute sind wir so weit, dass wir das anbieten können, egal wo der Kunde ist. Die Hardware ist bei uns in einem Tier-4-Rechenzentrum, also auch sehr energieeffizient, keine Klimaanlage, läuft auf Verdunstung, Wasserverdunstung. Und da war auch der Nachhaltigkeitsgedanke von den Architekten, Ingenieuren in der Schweiz, wird immer wie mehr ein Thema. Wir haben das hochgerechnet, ungefähr. Bei unserem VDI ein Slot verbraucht circa, wir nehmen jetzt mal die Infrastruktur raus, denn die braucht die Workstation auch, also ein Switch und Storage. Der Server alleine, ein Slot braucht etwa 70 Watt. Da kommt keine Workstation hin. Nee, schaffst du nicht. Und wir können jetzt sagen, ein Slot bei uns verbraucht circa 70 Watt Strom, roundabout. Und das Letzte, was wir jetzt gerade gemacht haben, wir haben jetzt auch unser Netzwerk noch mit Extreme Network Switches ausgestattet, damit wir wirklich den Durchsatz auch generieren können, den der User braucht. Ja, wie sieht es in Zahlen aus? Was haben wir für Profile? Das ist vielleicht von Interesse für euch. Unsere VDI beherrscht 3D mittels NVIDIA vGPU-Profilen. Wir haben drei verschiedene Profile. Für den Plan nur ganz kurz einmal aufmachen will, bis zu dem, der auch Visualisierung machen muss, sei es mit Twinmotion, sei es mit Enscape oder sei es in Rhino. Es gibt dort diverse Plugins wie Grasshoppers und so weiter. Das muss laufen. Und die Architekten haben zudem auch nicht nur einen kleinen Bildschirm mit irgendwie 640x480 Bildpunkten, ne? Sondern die wollen Full HD, die wollen 2K, die wollen 4K-Monitore und wenn es praktisch ist, gleich zwei. Somit, das braucht relativ viele Ressourcen. Fürs Rendering, was immer ein Problem ist bei einer Virtualisierungslösung, da man ja viel shared, sagen wir jetzt mal die CPU, haben wir unsere eigenen CPU- und GPU-Renderserver, welche zum Beispiel V-Ray offloaden auf eine separate Hardware-Maschine, damit die VDI nicht gleich in die Knie geht. Zudem kann der User sagen, ja, ich fange mal mit dem kleinen Profil an, ne? Kostet weniger. Und er kann anschließend jederzeit sagen, hey, ich brauche das fette Profil, aber seine Kundendaten und Userdaten sind da. Es ist ein ganz einfaches Switch, ein Ding von 3 Minuten, und dann hast du die schnellere VDI. Die Kosten optimieren durch dieses Instant-Klon-Verfahren von VMware oder wie es auch bei Citrix Xen angeboten wird, hat geholfen, die Kosten in der IT zu optimieren und so auch die Integrität des Images zu garantieren. Und jetzt zu den Profilen. Ja, das sind eigentlich diese drei Profile, die wir haben. Wir haben angefangen mit null Know-how, wenn ihr so wollt, und haben heute ein Rechenzentrum, das ca. 2,2 Terahertz CPU-Leistung zur Verfügung stellt, ca. 22 Terabyte RAM sind zur Verfügung und 2 Terabyte GPU-Memory. Und das sind eigentlich die Profile, das ist der maximale Load, was die VDI-Systeme gleichzeitig halten können, ohne dass die Server bei 100% glühen, wohlbemerkt. Also wir haben eine CPU-Load von rund 50%, höchstens mal 66%. Und somit sind wir da wirklich im grünen Bereich. Das hätten wir niemals geschafft ohne unser Partner. Ich möchte die gerne erwähnen. Das ist Boston, das ist Supermicro, Extreme Networks, Citrix, natürlich Pure Storage, aber auch NVIDIA. Und noch ein externer Partner von uns, der sich auch sehr gut mit diesen Dingen auskennt, BlueSea. Ohne die wäre das, die Vision von meinem Chef, niemals möglich gewesen. Und daher danke ich euch allen dafür. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Besten Dank, Patrick.